Willkommen zurück bei Farmers Dynasty. Wir hatten in der letzten Folge viel mit Putz gearbeitet. Rauputz, nee, Feinputz, dann Rauputz, dann wieder Feinputz, jetzt wieder Rauputz. Hier wird ordentlich geputzt und naja, hier oben, da ist nichts mehr zu machen. Okay. Wir haben jetzt alle Zimmer. Wir haben noch 44 mal Rauputz. Ich glaube aber, ich kann damit nichts mehr anfangen. Hier ist schon alles verfeinputzt. So. Ah, hier hinten ist noch eine Ecke. Genau, dafür hat es nicht mehr gereicht. Dann nochmal Feinputz. Zack. Geld schwindet ein bisschen, ne? Haben schon einiges ausgegeben. Aber das lohnt sich. Oh, stimmt, die Decke. Hatte ich die Decke im Schlafzimmer gemacht? So, die Decke wollte er hier gerade machen. Ja, sieht gut aus. Hervorragend. Ja, dann machen wir hier unten weiter. Sollte für den unteren Flur auf jeden Fall reichen. So. Er macht nicht überall die Streifen dran. Oder kann man irgendwo Farbe kaufen? Ja, schön. Gehen wir weiter hoch. Sechs haben wir bloß noch. Eins können wir noch machen. Machen wir das hier noch. Okay. Gut. So, dann würde ich mal, würde mal gerne ein paar Fliesen kaufen. Die sind halt recht teuer, ne? 500. Das zieht schon ordentlich am Kontostand. Gut aus. Ach, guck mal, die Fliesen hier kann ich gar nicht machen. Aber ich würde die dran lassen, das gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Achso, dann bräuchten wir hier bloß noch die Holzlasur. Ich hätte dann so oder so nochmal Holz gekauft. Wegen der Türen, dass ich die eventuell nochmal neu machen kann. Na gut, dann machen wir jetzt mit den Fliesen das, was geht. Wahrscheinlich im Bad noch ein bisschen. Oh Gott, ey. Boah. Kann ich die Wanne nicht neu machen? Komm schon. Oder könnte ich das Badezimmer auch kaufen? Im Möbelhaus? Was war denn das? Küche, Schlafzimmer, beiden Kinderzimmer? Ja doch, das Schlafzimmer. Das Badezimmer, glaube ich, noch. Das hier ist ein Kinderzimmer. Das ist ein tolles Kinderzimmer. Cool, alles gefliest. Hier ist überall, muss dann Holz hin. Da auch, da, nee, da ist schon Holz. Okay, gut. Aber ich glaube, die Fliesen könnten wir doch im Gewächshaus nochmal verwenden.
Das hatten wir meiner Meinung nach mal in einem. Warte mal, mach mal eben das Gerüst weg. Auch nicht? Brauchen wir bloß so wenig Keramikfliesen, ja? Dachte, wir konnten mal in einem anderen Gewächshaus, mussten wir mal die Fliesen erneuern. Wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir jetzt nichts weiter mit Fliesen. Könnte ich den Rest eigentlich wieder verkaufen? Ach so, im Keller vielleicht noch? Den Boden hier muss ich doch auch mit irgendwas ersetzen können. Wahrscheinlich Betonputz oder so. Okay. Können auch mal nach Betonputz Ausschau halten. Den brauche ich bestimmt für die Außenwände hier. Na gut, wenn ich die Fliesen so nicht mehr weiter brauche, dann verkaufen wir den Rest jetzt erstmal wieder. Dann kaufe ich nochmal Betonputz. Ernsthaft. Dafür kann ich eine Farbe wählen. Warum denn? Kommt das nochmal über den Feinputz? Ernsthaft? Ich dachte jetzt, Betonputz wäre bloß für die Außenwände der... Verdammt. Der Gebäude, was... Ach ja, das... Nee. Überlege ich mir da gerade noch mal was. Ich weiß jetzt nämlich nicht wegen der Farbe, was wir da nehmen können. Die Fenster hatten wir schon, ne? Genau. Schade, dass ich die Tür nicht machen kann. Das ist ja ärgerlich. Ist der Betonputz dann nur für außen oder ist der dann auch für drinnen? Also, dass ich hier nochmal mit einer Farbe drüber gehen kann? Kann ich die nicht neu machen hier? Hey, habe ich die jetzt von der verkehrten Seite einmal angebracht oder ist es jetzt Zufall? Dass das hier nicht hinhaut. Toll angebrachtes Fenster. Voll in die Ecke geklatscht hier hinter dem Schrank. Die Decke habe ich vergessen mit dem Feinputz. Scheiße. Oh, da ist wohl direkt eine Holzlasur mit drauf. Die müssten wir auch noch mal kaufen. Müsste reichen. Das müsste klappen. Auch für den Schornstein brauchen wir nochmal die guten Steine, aber die brauchen wir eh noch häufig. Da müssen wir dann irgendwann mal dran denken, dass wir den mitmachen, wenn wir die wieder gekauft haben.
Na fein, dann haben wir das mit den Holzdielen schon mal erledigt. Huch, was ist denn hier los? Tja, schade, da habe ich das mit dem Feinputz hier oben vergessen. Oder war der alle? Und ich hatte nur Rauputz, ne? So war es irgendwie. Naja, gut, nicht so wild. Ja, schade, dass ich die nicht ersetzen kann hier. Bisschen. Ach, hier ist ja noch Boden. Wie war das hier? Da waren Fliesen, genau. Ah, hierfür wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, oder? Wir haben noch 14. Doch, das reicht. Geil. Ast rein, ey. Zwei haben wir noch. Da können wir noch einmal irgendwo ein bisschen Holz anbringen. Tür ist echt schade. Okay, dann hätten wir das. Ja, also mit dem Betonputz. Ich dachte, der wäre nur für hier außen. Vielleicht ist es ja auch so, und aber dass ich dann ausgerechnet dafür eine Farbe wählen kann. Was nimmt man denn? Ich habe keinen Plan. Warte mal, weiß vielleicht? Weiß? Weiß geht immer, oder? Wir machen so eine Gruftibude, alle schwarz. Innen und außen. Oh Gott. Dekorativ ist nicht mein Hobby. Kann ich weiß wählen? Ist das hier weiß? Ja. So, probieren wir das mal. Oh Gott, jetzt bin ich ja mal gespannt. Betonputz. Ja, das ist für außen. Kann ich den echt noch mal drinnen verwenden? Nee, okay. Das wäre jetzt ein Ding, wenn ich hier dreimal drüber gehen könnte. Gut, weiß passt. Ich habe nämlich gerade, um das gegen zu prüfen, am Nachbarhaus geguckt, was die für eine Farbe haben. Also, ja gut, Haus ist zu viel gesagt und zu wenig gesagt, das ist eine große Schule. Aber die Ziegel würde ich so lassen. Hier hätten wir wahrscheinlich auch Ziegel anbringen können, aber naja. Ach, jetzt macht er die Fensterbänke mit. Ah, okay. Ziegel möchte ich nicht ersetzen. Das geht doch eigentlich, oder? Sieht doch nicht verkehrt aus. Was man noch ersetze. Wenn nicht, dann können wir wieder zurück zu den Ziegeln gehen. Das ist ja kein Problem. Aber alles aus Ziegel sieht vielleicht auch doof aus. Weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht zu viel. Weil die obere Etage aus Ziegeln wäre wahrscheinlich sinnvoller, oder? Wenn die untere aus Ziegeln ist. Das kleine Nebengebäude da am Eingang, das können wir so lassen. Reicht das noch? 20 haben wir noch. Uiuiui, es könnte knapp werden. Weiß nicht mal, wie viel hier noch kommt. Was? Ist die schon wieder angerostet? Die hatten wir doch schon mal gemacht hier, oder? Können wir direkt gleich nochmal Hand anlegen. Okay, wir haben noch vier. Gut, hätten wir das schon mal weiß gekriegt, was weiß sein soll. Muss mal kurz was schauen. Ah, hier das Dach, das sieht noch. Ah ne, das hatte ich da schon gemacht. Bin mir nicht mehr sicher. Aber so sieht es doch nicht schlecht aus, wenn wir. Doch, ich denke mit roten Ziegeln. Ah ja, da oben ist noch mal so eine Kante. Da bräuchten wir noch mal den weißen Putz. Hier noch mal, genau hier die Kante meinte ich. So, da ist er auch alle. Also die Kante geht ja noch mal ringsrum. Okay.
Tja. Ja, doch, ich würde sagen, das kann man so lassen, oder? Wenn der Rest dann noch schick ist. Komm, wir machen mal das Haus fertig. Ich kaufe jetzt mal die roten Ziegel. Die kosten nur 220. Ja, dann. Was? Wieso? Wieso kann ich die hier nicht verwenden? Auch ernsthaft? Die Ziegel kann ich mit Dings überschreiben, aber ich kann hier... Das kann ich nicht verändern. Ach, schade. Och, nö. Och, das hatte ich mir jetzt so schön ausgemalt. Aber den Schornstein können wir neu machen. Und das Teil auch. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Dann müssen wir dafür eine andere Farbe nehmen, oder? Ich hoffe, das hat jetzt für den ganzen Schornstein gereicht und nicht bloß für den unteren Teil hier im Haus. War ja klar. Na gut, wir können ja hoch aufs Dach. Lass mich in den Busch fallen. Da fällt man weicher. Das ist aber schade. Dachte halt, okay, wenn ich hier den Betonputz über die Ziegel bauen kann, dann kann ich auch die Ziegel über die anderen Teile bauen. Aber das funktioniert nicht. Da brauchen wir eine andere Farbe. Ich guck mal gerade hier aus dem Fenster, wie die Gebäude so aussehen. So viele sehe ich nicht. Die zwei, die da stehen, sind sehr groß. Die verdecken die sich auf die anderen. Eine Schule, die ist weiß. Das haben wir jetzt schon verwendet. Dahinter das zweite Schulgebäude. Ja, toll. Das ist ja lustig. Sieht fast so aus wie hier rote Ziegel und dann immer mal so ein weißer Strich. Ich gehe kaputt. Na gut. Kann ich hier noch irgendwie? Nee. Ja, da müssen noch genug hin. Irgendwo hatten wir ja schon mal angefangen mit den Ziegeln. Das hier hatten wir fertig. Ja. Genau nicht. Hier waren wir schon. Waren wir hier schon mal ringsrum? War das Teil schon fertig, ja? Ja, na dann. Fehlt nur noch der Kuhstall. Schön, dann machen wir den auch mal frisch. Ich weiß, wir haben gerade viele Baustellen, aber ja, so ist es halt. Liegt an mir, nicht am Spiel. Ah ja, den Sockel macht er gleich mit. Natürlich, die Kante muss extra gemacht werden. Och, komm schon. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen hier drüben. Ich hoffe, es reicht, dass wir einmal ringsrum kommen. Das Gute ist ja immer wieder, dass man den Rest dann wieder verkaufen kann, was man nicht gebraucht hat. Zweiunddreißig. Nee, das reicht nicht. Dann machen wir das hier vorne noch. Das, was wir eh immer sehen.
Das war's. Das war's. Gut. Oh, so langsam wird das alles, ne? Okay, also eine Farbe. Also den Streifen, dann würde ich wieder weiß machen. Aber das Gute ist, es gibt hier bei dem Gebäude noch diese mittleren Balken, horizontal und vertikal. Würde ich dann vielleicht auch weiß machen, wenn wir die Farbe einmal vom Betonputz haben. Aber welche Farbe nehmen wir denn für die zweite und die dritte Etage? Auch rot? So ein ähnliches Rot wie die Ziegel? Ich kann mir sowas immer nicht so gut vorstellen, weil ja, auch meine Inneneinrichtung sieht total bescheuert zusammengewürfelt hier aus bei mir in der Wohnung. Kann ja mal noch kurz überlegen. Vorher hole ich mir mal hier eine Metallplatte. Entweder ich hatte die nur vergessen oder die ist schon wieder ein bisschen kaputt gegangen. Ihr habt ja gesagt, die gehen dann nach und nach mal so ein bisschen kaputt wieder. Vielleicht hatte ich es auch nur vergessen. Das kann auch sein. Halt, das noch mehr. Wie sehen denn schöne Wohngebäude aus? Braun. Holzfarben. Nicht, dass dann nachher wie kackbraun aussieht. Müsst mal Photoshop anschmeißen, ein Bild davon machen und dann die Teile mit den jeweiligen Farben hier ersetzen, die es hier zu kaufen gibt, um zu sehen, was am besten vielleicht passt. So, also davon würde ich schon mal abraten. Hier. Da kriegt jeder, der vorbeikommt, übelst Bock auf Cappuccino. Hier, das könnten eher die Ziegel sein, das Rot. Orange. Also blau nicht, das sieht ja doof aus. Rot oder orange? Ich glaube, das hier, das Orange würde sich dann beißen mit dem anderen Rot der Ziegel. Keine Ahnung. Oder Grau. Nee, Grau brauchen wir nicht. Ich kaufe jetzt mal Rot. Pass mal auf, wir gucken mal, wie das aussieht. Guck mal, da sind die Säcke sogar rot. Das ist ja nett. Und sogar hier. Was? Geht nicht? Das ist nicht. Oh fuck, ich weiß warum. Ihr Säcke. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man muss wahrscheinlich erst diese Teile mit. Haben wir noch irgendwo welche? Es gibt ja noch diese anderen weißen Klötze ersetzen. Oder? Mit Sicherheit, ja. Jetzt habe ich das Rot gekauft. Gut, das könnte ich jetzt wieder verkaufen. Das ist aber dann ein bisschen schade, dass ich hier drin, dass ich dafür keine Farbe auswählen kann. Das wäre noch super. Mist. Mist, ich zeige euch jetzt, was ich meine. Die Dinge können wir da hinten stehen lassen. Ja, wobei, eigentlich brauche ich es dann nicht mehr, wenn ich... Wir probieren das erstmal. Viel Lehrgeld, was ich jetzt zahle. Die Teile meine ich. Diese Leichtbetonziegel. Muss ich damit etwa erstmal außen rum? Das hätte ich jetzt halt nicht gedacht, sondern dachte, da kann ich direkt was draufbauen. So, warte mal, das hier ist doch die gleiche Wand. Ja. Shit. Da müssen wir erst mit Leichtbeton ersetzen. Ah, dann werden auch die Fenster nochmal schön. Ah, okay. Hoffentlich auch die Gardinen. Mist. Okay, dann kann ich die rote Farbe wieder verkaufen vom Beton. Naja, gut, jetzt weiß ich das auch. Dann machen wir heute noch das Haus fertig hier von außen. Hätte ich
ich die Farbe in Weiß nehmen sollen, dann hätten wir da die Zwischenstriche hier nochmal machen können. Guck mal hier, der Strich fehlt auch noch. Da hätte ich die Fliesen noch verwenden können. Ich habe es vor allem noch gesehen, als ich hier die Hausbegehung noch mal gemacht hatte, bevor wir da mit allem angefangen haben, glaube ich. Scheiße. Müssen wir noch mal Ziegel irgendwann kaufen. Oh, hier macht er direkt die ganze Wand. Okay, klasse. Kriegen wir das hin? 44 haben wir noch, das reicht ja locker. Na gut, ich hätte es auch auf den Dachboden gehen können. Und von da aus die andere Seite. Also hier hinten. So, jetzt hätten wir das aber. Jetzt können wir da auch Ziegel dran bauen. Geil. Können wir das hier direkt noch verwenden? Dürfte bald alle sein. Nö, haben noch. Ich hasse mich. Ich hasse mich so sehr. Oh Mann, ey. Ich die eine Wand da oben vergessen. Ist nicht schlimm. Aber die Dinger hier, die kann ich denn. Hätte jetzt beides verkauft. Ist auch egal. Nochmal nehmen. Och komm. Ernsthaft? Ich habe die doch aber vorher in die Hand genommen. Warum hat er jetzt. Er hat jetzt echt beides verkauft, obwohl ich das eine schon in der Hand hatte. Ja. Spiel. Ist heute ein langer Ingame-Tag, ne? Muss aber auch mal sein. Alles für ein schönes Häuschen. So. Jetzt haben wir aber alles. Na gut, dann können wir ja hier noch weitermachen. Ist ja nicht verschwendet. Ausnahmsweise. Sind eine Großbaustelle, aber es gefällt mir echt gut. Es wird langsam, peu à peu. Kriegt man das Gebäude noch fertig? 58. Könnte klappen. Das könnte funktionieren. Na gut, brauchen wir jeweils 3 Punkte. Die Wände sind auch ein bisschen größer. Doch, das müsste reichen. Müsste. Was? Was hat er? Was? Er hat gerade ein Lenkrad erkannt. Glaube ich nicht. Das bezweifle ich ganz stark. Ich konnte gerade keine Eingabe mehr machen. Ihr habt es links unten gesehen. Er meinte, er hat ein Lenkrad erkannt. Ich habe gar keins. Doch, ich habe eins, aber es ist ein ganz, weiß ich nicht, glaube ich nicht so ein gutes, aber das steht auch wahrscheinlich verstaubt schon irgendwo rum. So, 8 hätten wir noch. Habe ich wieder irgendwas übersehen? Links sind sie kleiner als rechts. Oh ja, hier, natürlich.
Die inwendige wahrscheinlich. Also nicht nur von hier, sondern auch vom gesamten Gebäude. Jupp, alles klar. Gut, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen, machen morgen weiter. Wir haben heute hier viel geschafft. Jo. Die Solaranlage hat jetzt gerade schon Geld gebracht, ja? 778, bringt die morgen auch nochmal Geld? Bringt die zweimal am Tag Geld oder was? Einmal, wenn die Sonne aufgeht, wenn sie untergeht. Nee, nur einmal. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Gibt noch viel zu tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.